Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal zeigen, wie man einen Zwiebelsaft herstellt für Husten bei kleinen Kindern oder auch bei Erwachsenen. Also das ist echt ein ideales Hausmittel, hilft meinen immer sehr gut und schmeckt meinen auch ganz lecker. Ich schneide dazu erstmal eine Zwiebel klein, natürlich häuten, das ist klar. Also ihr braucht dazu als erstes ein leeres Gefäß. Am besten eignet sich dazu ein Marmeladenglas. Wichtig wäre es wegen dem Deckel, weil das riecht dann schon sehr intensiv. Also ich habe jetzt hier so ein altes Marmeladenglas, natürlich schön ausgewaschen. Dann wird als erstes, ich muss immer wieder zwischendurch gucken, ob ihr das auch sehen könnt. Ich habe nämlich da das Handy ganz lustig befestigt. Als erstes schneidet man die Zwiebel klein, so klein wie möglich. So. Dann gebt ihr die Zwiebel in eine Schüssel. Ich mache das nämlich immer so, man kann es auch im Glas umrühren, aber das ist dann schwieriger, deswegen gebe ich die immer in eine Schüssel rein. Dann braucht ihr einen Honig. Ich habe jetzt hier einen Flüssighonig, weil das sich einfach noch besser auflöst. Boah, jetzt brennen meine Augen. Und dann nehmt ihr jetzt ungefähr die gleiche Menge Zwiebeln, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass es gut viel Honig ist. Ich mache jetzt hier so richtig zu, richtig schön drüber. So, ich denke, das ist in Ordnung. Also mir reicht immer so ein Glas flüssiger Honig für ungefähr 2 Mal Hustensaft machen. Dann rührt ihr das kräftig um, dass die Zwiebeln überall verteilt sind in dem Honig. So, genau. Dann nehmt ihr das leere Glas, füllt die ganze Pampe dann da rein. So. Alles da drin ist. Und dann, wenn da alles drin ist, schraubt ihr zu. So. Schraubt ihr das Glas zu und stellt das in den Kühlschrank. Das fertige Glas sieht dann so aus. Das könnt ihr über Nacht stehen lassen oder eben, wichtig ist, ein paar Stunden. Dann sammelt sich so eine Flüssigkeit, die fast von der Konsistenz her ist wie Wasser. Sammelt sich dann oben drauf. Und das ist dieser beliebte Hustensaft. Das lasst ihr so, und da könnt ihr dann schon den Kindern immer so am Tag immer wieder einen Teelöffel geben. Das, also ich mache das dann manchmal auch 2 Teelöffel, je nachdem, wenn ich halt dran denke. Und das hilft sehr gut gegen Husten, das löst den Schleim. Und wie gesagt, die Kinder lieben diesen Saft, die finden ihn total lecker. Und was noch gut ist, ihr müsst es dann immer 2-3 Tage stehen lassen, dann ist richtig viel Flüssigkeit. Danach könnt ihr das abseihen, eben mit, Moment, könnt ihr das dann hier so durchlaufen lassen, die Flüssigkeit. Dann habt ihr nämlich nur noch die Flüssigkeit drin, den Hustensaft und keine Zwiebelstückchen mehr. Und das hält sich dann bestimmt 1 Woche, 1,5 bis 2. Also je nach so Gefühl, ich mache es immer so nach Gefühl, also es ist noch nie schlecht gewesen oder das irgendwie was. Ich wechsle das dann immer wieder aus, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt könnte man mal wieder neuen machen. Ist ein sehr bewährtes Hausmittel. Ganz wichtig ist bei Kindern unter 1 Jahr, dass ihr das genauso macht wie hier, bloß einfach ohne Honig, sondern ihr nehmt dazu dann Zucker und da entsteht dann auch so eine Flüssigkeit, das saugen die irgendwie aus den Zwiebeln raus. Also, ich wünsche euch viel Glück beim Machen und viel Erfolg und ich würde mich über Kommentare freuen, wie es bei euch funktioniert hat. Wie gesagt, ihr müsst immer so abwarten, es dauert dann so 1 Woche oder so. Ihr merkt es aber auch, wie ihr meint, dass das den Kindern wisst.
dann besser wird. Ja, also, tschüss und bis nächstes Mal.